Hallo, heute möchte ich mit euch Sauce Hollandaise kochen. Die leicht butterhaltige Soße, die ihren Ursprung wahrscheinlich in Holland hat. Um Sauce Hollandaise zu machen, brauchen wir Butter, Zitronensaft. Ich nehme noch eine klein gehackte Schalotte, das ist aber schon sozusagen eine Abwandlung des Originalrezepts. Dann werde ich zwei Eigelb nehmen, vielleicht noch einen Esslöffel Wasser, ganz wenig Salz, ganz wenig weißen Pfeffer. So, jetzt nehme ich mal die Butter. Ich mache jetzt ungefähr Soße für circa 4 Personen und da nehme ich ungefähr so viel Gramm. Das erwärme ich jetzt langsam. So. Hier habe ich das Wasser eingestellt. Das wird jetzt bald kochen. So. Jetzt brauche ich zwei Eigelb. Mit dem Eiweiß übrigens könnt ihr wunderbar, falls ihr als Beilage zu diesem Gericht ein Schnitzel oder sowas wollt, dann könnt ihr das für die Panade benutzen. So, zwei Eigelb. Eine kleine Schalotte. Zitronensaft. So. Ich habe keine Ahnung, wie viel das war. Vielleicht ein Esslöffel oder so. Ein wenig Salz, aber nicht zu viel. So. Und weißen Pfeffer habe ich nicht, nehme schwarzen. Ist aber blöd, eigentlich muss man weißen nehmen. So. Jetzt kommt noch ein Esslöffel Wasser dazu. So. Und jetzt beginne ich damit, das schaumig zu rühren. Wie gesagt, die Idee ist einfach nur, am Ende wollen wir eine warme Soße haben. Die beiden Temperaturen müssen aber ähnlich sein. Butter und Eigelb, ähnliche Temperatur. Und jetzt wird das einfach nur geschlagen. Immer darauf achten, dass ihr überall am Rand lang geht. Wie gesagt, sonst bildet sich da echt Rührei. So, jetzt kommt der kritische Moment. Ei ist noch schön schaumig. Noch keine Butter drin. Und jetzt gebe ich die erste Butter, wirklich nur ein paar Tropfen, rein. Und weiter gerührt. Merkt man schon so ein bisschen, dass das verändert jetzt schon seine Konsistenz. Und jetzt müssen wir weiter ordentlich schlagen. Und jetzt kommt weiter ganz langsam die Butter rein.
Das war's. Fertig ist die Hollandaise.